Deborah Honeycutt ist für niedrigere Steuern, eine schlanke Regierung und sie ist gegen Abtreibung. Ihre konservative Haltung passt genau in die Linie des letzten Parteitages der US-Republikaner. Gleichwohl sticht sie als schwarze Frau aus der Mehrheit der Parteimitglieder hervor. Ich bin lieber mit Leuten zusammen, die meine Werte und Prinzipien teilen und kulturell etwas anders sind, als mit Leuten, die vielleicht ähnlich wie ich aussehen, aber nicht meine Werte und Prinzipien teilen. In Georgia bewirbt sich Honeycutt um einen Sitz im US-Kongress, der parallel zum Präsidenten am 4. November zum Teil neu gewählt wird. Bei einem Sieg wäre sie die erste schwarze Republikanerin im Kongress. Ihr Wahlkreis besteht zu einem Drittel aus Afroamerikanern, die zumeist die Demokraten wählen. Honeycutt stellt nicht in den Vordergrund, dass sie für die Republikaner antritt, und einige ihrer Anhänger scheinen es auch nicht so genau zu wissen. Ich bin Demokratin. Würden Sie auch eine Republikanerin wählen? Oh, ist sie Republikanerin? Oh, okay, das wusste ich nicht. Laut dieser Zeitschrift ist Honeycutt bereit, ein Barack Obama der Republikaner zu werden, ein historischer Politstar. Aber Honeycutt widersetzt sich Schubladendenken. Sie glaubt nicht, dass sie Stimmen der Schwarzen wegen ihrer Hautfarbe bekommt. In Washington sind Honeycutts Anhänger begeistert über ihre Kandidatur. Das Geld fließt in Strömen. Sie wird die höchsten Spendeneinnahmen unter den Kongresskandidaten in diesem Jahr haben. Vor 2 Jahren kandidierte Honeycutt schon einmal und scheiterte. Damals bekam sie nur 31% der Stimmen, zu wenig, um den Amtsinhaber ernsthaft herauszufordern. Dieses Jahr sagte er erneut die Teilnahme an einem TV-Duell mit ihr ab. Aber vielleicht hat Honeycutt diesmal mehr Erfolg. Der 4. November wird es zeigen.